Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute nehme ich euch mit zu meinem Balkon-Makeover ohne Pflanzen. Für alle, die mich noch nicht kennen, auch nochmal herzlich willkommen hier auf dem Kanal. Ich bin Christine vom Kanal Lilith's Diary und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich abonniert und den Kanal unterstützt. Es geht hier ganz viel um das Thema Nachhaltigkeit und ich nehme euch auch so ein bisschen mit durch mein Leben als Hundebesitzerin und Mutti. Und auch das Balkon-Makeover soll jetzt nachhaltig gestaltet sein, denn ich möchte eigentlich nichts kaufen, sondern nur das Ganze mit den Dingen umsetzen, die ich hier in der Wohnung habe. Das ist die Challenge. Hier mal ein kleines Vorher. So sieht es gerade aus. Es ist alles verdörrt. Der Aschenbecher steht hier noch vom Besuch rum. Dann allerhand Zeugs, das ich irgendwann mal hier hingelegt habe und nie wieder aufgeräumt habe. Und es ist einfach total triest, traurig und ungemütlich. Als allererstes bin ich auf Pinterest gegangen. Oh, Pinterest ist wirklich eine wundervolle Inspirationsquelle für all eure Do-It-Yourself-Projekte. Ich habe mich da ein bisschen umgeguckt, was haben denn andere schon gemacht bei einem Balkon-Makeover. Und ich habe hier auch ein eigenes Board angelegt, das heißt Balkon-Makeover. Und da seht ihr meine Inspiration, die ich bekommen habe und auch meine Bilder von dem Balkon nochmal alle gebündelt. Also ich habe jetzt erstmal alle Blumen weggeschmissen, die nichts mehr waren und den Müll entfernt. Dann habe ich aus dem Olivenbäumchen unten den Lavendel raus, weil ich denke, ja, vielleicht überlebt der Olivenbaum ohne Lavendel in der Erde doch noch. Und ich habe auch erstmal alle Möbel abgekehrt und reingetragen, sodass der ganze Balkon frei ist. Und den habe ich nämlich dann auch einmal gründlich abgesaugt. Einmal im Jahr kann man das wirklich machen, da sammelt sich so einiges an. Ja, dann habe ich erstmal meinen Grundstock wieder auf den Balkon geräumt. Was neu ist, kann ich euch schon mal verraten, diesen Teppich. Ich wollte unbedingt einmal einen Outdoor-Teppich, weil sich das doch irgendwie viel gemütlicher anfühlt. Und sonst die Möbel liebe ich wirklich. Meine zwei weißen Stühle und den kleinen Tisch, meine Weinkisten. Dann habe ich hier ein Brett aus Portugal. Und das ist so der Grundstock. Und jetzt da geht's los mit dem Dekorieren. Die Herausforderung war das ganze Jahr ohne Blumen zu machen. Es sieht natürlich immer wunderschön aus, tausende von Blumen auf den Balkon zu stellen. Aber es gibt zwei Gründe, warum ich das nicht machen möchte. Erstens, ich habe einfach keinen grünen Daumen. Bei mir stirbt einfach alles weg. Das musste ich jetzt nach 4 Jahren hier auch endlich mal einsehen. Außerdem sind wir ja ganz oft verreist und da ist es auch immer nervig, immer jemanden zu fragen, der sich dann doch um die 1, 2 restlichen Blumen, die hier noch überlebt haben, kümmern. Deswegen wollte ich das Ganze ohne Blumen machen und ich wollte ja auch nichts kaufen. Das Einzige, was ich wirklich gekauft habe, war ein Teppich und ein kleines Rosmarinstöckchen, weil wir ganz viel Rosmarin verbrauchen für Rosmarinkartoffeln. Aber ansonsten habe ich nichts gekauft. Ja, ich bin einfach einmal durch die Wohnung shoppen gegangen. Ich bin einmal durch jeden Raum, habe mir angeguckt, was steht denn da als Dekoration rum? Was eignet sich denn auch, um es draußen auf den Balkon zu stellen? Und was würde denn in der Ecke jetzt nicht fehlen und würde das Ganze vielleicht sogar ein bisschen minimalistischer und luftiger machen? Und da habe ich doch wirklich einiges gefunden. Ja, also das ist jetzt meine Ausbeute. Das habe ich aus den ganzen Zimmern rausgeklaut und das könnte ich mir gut für den Balkon vorstellen. Und jetzt muss ich halt mal schauen, wie ich das alles irgendwie arrangiere, damit das schön zusammenpasst und auch gemütlich aussieht. Jo, ich habe jetzt wirklich ganz viel rumprobiert. Ich habe 3 so kleine Deko-Ecken. Einmal die Ecke rechts mit dem Holzbrett und dem Olivenbäumchen. Da habe ich mir überlegt, das richte ich so ein bisschen maritim ein und stelle da meine 2 Gläser mit meinen Muscheln aus Houston. So, die, ja, immer wenn ich die sehe, muss ich sofort an Jus denken und das passt einfach auch super zu dieser grauen Fliese. Die habe ich noch auf die eine Weinkiste gelegt. Das sind unsere Badfliesen aus Schiefer. Und so, ja, so macht das Eckchen eigentlich so einen ganz harmonischen Eindruck. Ich habe links noch meine 2 Gießtöpfchen daneben gestellt und das ist so meine maritime Ecke. Ja, dann der Tisch. Hier kann ich auch Sachen hinstellen, die nicht nass werden dürfen, weil unser Balkon überdacht ist. Und ja, da ist meine kleine Ansammlung an künstlichen Blumen. Das ist alles nicht echt, also ich kann es nicht kaputt machen. Und auf dem Tisch habe ich die Fundstücke vom Strand aus Portugal hingelegt. Dieses Holzstück und die Steine habe ich da einmal gesammelt. Und ja, das gibt mir so ein bisschen Portugal-Feeling. Und dann haben wir noch die Ecke links.
Da haben wir auch wieder die Weinkisten und auf eine Weinkiste habe ich wieder ein Schieferfliese draufgelegt. Da steht auch mein kleines Rosmarinstöckchen, außerdem der Apfelbaum und ich hatte in der Wohnung ein Windlicht. Das habe ich eigentlich drinnen nie angemacht, das stand da auch nur rum. Das habe ich jetzt hier draußen neben die Kisten hingestellt und drei kleine Apothekerfläschchen. Ich habe das Glück, dass meine Schwägerin Apothekerin ist und ganz viel davon in ihrer Apotheke stehen hatte im Keller, die ich mir alle gemopst habe. Ansonsten findet ihr die aber auch auf Flohmärkten ganz oft. Und ich finde, zu diesem Windlicht und dem Rosmarinstöckchen passt es echt sehr, sehr gut zusammen. Was wir zum Beispiel nicht machen dürfen, wir dürfen keinen Sichtschutz anbringen. Also muss das Gitter immer frei sein, sonst hätte ich da auch mir noch was einfallen lassen, aber ich finde, so sieht das echt, echt mega schön aus. Ich kann es euch wirklich empfehlen, man hat oft so viel Dekozeug in der Wohnung. Wenn man da mal schaut, was man auf dem Balkon stellen kann, muss man gar nichts Neues kaufen. Man bekommt in der Wohnung so ein bisschen Luft und hat einen wunderschönen, gemütlichen Balkon. Und voilà, das ist das Endergebnis. Ich fühle mich richtig wohl. Ich habe noch ein paar Kissen auf die Stühle gelegt und mein Fell und diesen Puff, den habe ich auch noch aus einer Ecke rausgekramt. Da kann ich sogar meine Füße drauflegen. Und es ist mega schön geworden. Ich bin richtig stolz. Und ja, Balkonia kann kommen. Ich bin ready. Wenn ihr aber sagt, ich möchte jetzt doch auf meinem Balkon was Grünes haben, was ich verstehen kann, weil es sehr, sehr schön ist, dann schaut euch doch mal dieses Video an. Vor 2-3 Jahren habe ich nämlich auch meinen Balkon grün bepflanzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.